Und damit hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des Oblivion Let's Plays, wo ich mich etwas rumquälen muss, dass meine Stimme noch mitmacht für diese eine Folge. Und eigentlich müsste es noch zwei weitere Folgen Dingens geben und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich gehe jetzt als nächstes in dieser Folge in das Oblivion Portal, welches wir schließen müssen, wenn wir die Quest für Bruma fertig kriegen. Ja. Wie ist das Wertebefinden? Wirklich im Überlegen, den Livestream morgen abzusagen. Weil es ja eigentlich keinen Sinn hat. Also der Livestream, der für euch gestern war, als die Donnerstagsfolge ist. Ich nehme die am Dienstag auf, aber ich muss die irgendwann aufnehmen. Muss leider in Vorfalt in die Vorproduktion gehen. Ja, ihr habt mitbekommen, ich habe mir wieder kurz einen abgehustet. Ich hoffe, ich halte es noch durch. Ein paar Folgen. Oh, ich könnte mein Hi. Jäckchen Wie mal dazu geht machen. Es euch? Mahlzeit. Ah, so. Sehr gut. Ja, vielleicht mache ich morgen auch einen verkürzten Stream, einfach mal nur zwei Weil Stunden statt vier. Guten Tag. Ach, ich weiß es noch nicht. So, wo müssen wir denn hin? Hallo. Laut Karte müssen wir da irgendwie da nach links. Repariert habe ich alles. Hammer habe ich Hallo. Dabei. Verkauft habe ich alles schon vorige Folge. Ja, du ist doch den Leuchtturm angeschaut. Den wunderschönen Leuchtturm. Hallo. Hallo. So, wo genau müssen wir hin? Einfach nur geradeaus. Irgendwo geradeaus muss das Portal sein. Wie gesagt, das, was da oben irgendwo rumschwirrt, das ist uninteressant. Ich muss jetzt nur aufpassen, wenn ich jetzt hier durchs hohe Gras stapfe und jetzt zufällig da ankomme, dass ich nicht irgendwie noch ganz viel zusätzlich adde, weil ihr seht nämlich, dass da auch schon direkt zwei Dicke davor stehen. Ein Beschwörer. Und der hier muss als erstes dran glauben. Am besten nur um ihn drum rumtänzeln, dass dieser Kleine keinen Schaden an mir machen kann. Das ist mein Ziel. Oh, da hat er mir einen gedrückt. Er kann ja auch drücken, ich vergesse das immer. Der jetzt auch nicht der Schwächste ist. So, das hat gepasst. Schnappen wir uns das Herz hier. Und jetzt... Den da hinten, da haben wir eine Spinne. Und dort hinten haben wir noch so einen. Also es ist auch nicht ganz ungefährlich hier. Wir müssen das irgendwie sinnvoll an uns ranluren, damit wir hier nicht sofort wieder Massenakku haben. Kriege ich dich denn nach oben gepult? Ja, sehr gut. Komm du mal hoch. Oh, den Blitz habe ich etwas... Spät erkannt. Gesehen habe ich ihn früh genug, aber erkannt nicht. Das ist ja gerade hinter dem Felsen. Das ist nicht so schlimm. Dann gehen wir hier hinter diesen Felsen. So, dann sind wir weit genug weg von der Spinne da hinten, dass wir ihn jetzt hier kloppen können. Ist auch nur einer. Watch. War noch eingefressen. Ich denke mal, dass das mehrere hey. Sind. Ich bin eindeutig schon viel zu müde. So. Jetzt macht er nichts mehr. Aber jetzt passt das Ganze. Sehr gut. Leben haben wir so lala verloren. Das ist in Ordnung, die Menge, die wir verloren haben. Jetzt müssen wir noch die Spinne da hinten uns besorgen. Was man seinen Körper nicht... Das sind direkt zwei. Scheiße. Was man seinen Körper nicht alles antut. Für
ein bisschen. Let's Plays. So, dann wollen wir uns ja erstmal an dieser Spinne hier fix beeilen. Und die vielleicht so schnell tot kriegen, dass der andere dahinter kein Problem mehr ist. Das sieht ganz gut aus. Einfach mal auf die Schnelle niedergeschnetzelt. Hat sogar tatsächlich funktioniert. Das hätte ich jetzt selber nicht erwartet. Sonst können wir uns an dem hier beschäftigen. Wo ist er denn? Da ist er. Der wehrt sich schon nicht mehr. Ach, ist das angenehm. Der wollte ihn ausholen, der Trick. So, haben wir ihn. Jetzt dürfte da theoretisch nichts mehr sein. Sicher bin ich mir noch nicht. Und bevor wir reingehen, werde ich mich auf jeden Fall komplett hochheilen. Einfach nur erstens, ich will die Wartezeit genießen. Dass ich nichts machen muss. Und es ist noch nicht clear hier. Wie wir sehen, haben wir dort unten noch einen. Was dieser Stein da macht, weiß ich auch nicht. Den einen da unten holen wir uns noch. Und wie gesagt, dann heilen wir uns noch komplett hoch, bevor wir reingehen. Einfach nur, weil es weniger ich spielen muss, desto angenehmer ist es mir gerade. So, komm her. Ja, wenn ich weniger rede, könnt ihr euch denken, dass es einfach nur daran liegt, dass mir der Hals wehtut beim Reden. Ich hoffe, dass das in der nächsten Folge, also die für die Freitagsfolge, dass es in der schon wieder besser ist, dass es jetzt nur 3 Krankheitsfolgen waren und dass es dann schon wieder alles passt, wie ich meinen Körper normal belasten kann zum Aufnehmen. Nicht zuhauen, nein, nein! Hat es nicht geschafft. Er wird nochmal zuhören. So. Wenn ich Pech habe, heilt mich das Ding jetzt hoch. Ach komm. Achso, wir kriegen wieder irgendwelchen Kack, den ich nicht brauche. Ja, komm. Ziehen wir wieder das andere hier an. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ablegen. Euer Ernst? Ich kann ihn nicht ablegen? Ihn auch nicht ablegen. Ich hätte gerne einfach nur was anderes anziehen. Ja, jetzt müssen wir wo warten. Müssen sogar so warten auf Leben, von daher passt das ja. Stellen wir uns hier oben auf den Felsen, da sehen wir, wenn da was spawnt. Heilen uns nebenbei hoch und warten, dass die Waffe weggeht, weil mit der Waffe kann ich ja nichts anfangen. Ich habe keine Pfeile dabei. Und die nützt mir allgemein auch gerade nicht viel. Drücken wir mal R, dass wir hier ein bisschen was von uns sehen. Jetzt hätte ich sogar einen coolen Helm. Den Helm würde ich ja gerne behalten. Ich weiß ja leider nicht, wo ich so einen Helm herbekomme. Und ja. Wie gesagt, mich persönlich stört es gerade nicht, dass wir rumstehen. Meine Fresse. Das habe ich hier den alten Helm bekommen, wie ihr seht. Und meine Waffe zurück. Ich bin gerade tatsächlich davor diesem Geräusch erschrocken. Eben fehlt noch ein bisschen was. Das machen wir noch kurz voll. Ugh.
Aufnehmen tut er noch? Ja, 10 Minuten sind wir erst dabei. Oh, noch 20 Minuten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal verkürzte Folgen machen, wenn ich krank bin. Ich muss tatsächlich sagen, dass in meinem Konzept nicht eingeplant ist, dass ich krank bin. Ich habe jetzt ein halbes Jahr gemacht und ich bin zum ersten Mal krank. Normalerweise bin ich nie krank, aber ich müsste es tatsächlich... Ich muss einfach lernen, besser vorzuproduzieren in größeren Mengen. Bei den Let's Plays interessiert das eigentlich kein Schwein, wenn ich da in größeren Mengen vorproduziere. Hat über Weihnachten auch gut geklappt, obwohl ich über Weihnachten auch gar nicht in so riesigen Mengen vorproduziert habe. Und unbedingt auf viel Reaktion von euch kann ich meistens eh nicht eingehen, da sich die Kommentare tatsächlich in Grenzen halten. Ich die Let's Plays ja eigentlich auch eher mehr für mich mache. Obwohl, ich weiß, es wäre wieder gelungen, es gibt schon Zuschauer. Also die Let's Plays haben schon Klicks. Ich kann bloß immer nicht einschätzen, wie viele tatsächlich aktiv die Let's Plays schauen. Ich kann nur einschätzen, wie viele Leute tatsächlich aktiv in den Streams dabei sind. Und das sind so 10 bis 15 Stück. Das kann ich einschätzen. Der Rest ist mitunter tatsächlich schwerer einzuschätzen. So, unser Ziel ist da ganz oben. Da müssen wir irgendwie hin. Sieht nach einem interessanten Portal aus. Greife ich das Ding an? Nee. Ich wollte mich hier hinten nur mal kurz umschauen. Hier ist eine Pflanze, die mich haut, richtig? Jupp. Gut, hier ist noch eine Pflanze, die mich haut. Jupp. Da noch eine. Hier. Und dann gehen wir mal nach hier oben. Da rechts sehe ich schon den ersten Lootsack. Wo wir... jetzt nichts super Besonderes kriegen. Unter der erste Gegner. Wir quicksafen nochmal und dann auf ihn mit Gebrüll. Wir müssen doch irgendwann mal lernen, dass ich verstehe, dass sie casten. Obwohl, nee, ist ja keine lernende KI hier drin. Obwohl ich mir da tatsächlich gar nicht so sicher bin, ob das. Ob Oblivion keine lernende KI hat. Die einfach nur aus meinen Spielzügen schließt, wie man kontern kann. Obwohl ich sagen muss, seitdem ich die Schnell-Zuhau-Taktik gefunden habe, das Problem gar nicht mehr so hart feststelle. So, den da hinten als nächstes. Autsch. Oh, du könntest... Du droppst jetzt bitte deinen Helm. Du droppst bitte deinen Helm. Ich hätte gerne deinen Helm. Hör doch mal auf. So. Seht uns. Verliert und fallt. Der haut ernsthaft von hinten zu. Ja, unglaublich. Los, stirb, stirb, stirb. Oh, Quatsch. Ich muss ihn von der Pflanze da noch weglocken. Sonst liegt der gleich tot an der Pflanze und ich kann ihn nicht looten. So, hat er seinen Helm getroppt? Ach, Mann, oh. Den hätte ich noch gebrauchen können. So. Quicksafen. Auf diesen Turm, auf den höchsten Turm müssen wir. Und ich vermute... Okay. Dass es keinen Weg unten lang gibt. Hier haben wir eine Spinne. Kriegen wir aber gehandelt. Ich weiß bei denen immer noch nicht, auch hier ist ein Eingang, ob es sinnvoller wäre, die Spinnen, die kleinen Spinnen zuerst zu töten oder doch direkt die große zu fokussen. Da bin ich mir bei denen bis heute noch nicht ganz sicher. So, jetzt ist die Preisfrage. Wenn wir auf diesen Turm da hoch wollen, wie kommen wir nach da oben? Entweder
es geht hier einmal außen rum oder wir müssen diesen Eingang benutzen. Ich möchte diesen Eingang noch nicht benutzen, deswegen laufen wir mal noch außen drum rum. Laufen im schlimmsten Fall jetzt eine kleine Ehrenrunde. Aber das ist dann kein Weltuntergang. Also ich möchte gerne nur einen von euch beiden luren. Das hat geklappt. Dann habe ich die Spinne auch. Nein, die Spinne ist weggelaufen. Sehr gut. So das Thema, dass ich den Carsten ausweichen kann. Oh, ich bin einfach zu müde und im Arsch und bla. Jetzt schleicht er doch noch da drum rum. Ich glaube, ich sogar dahinter gebackt gerade. Ist so tatsächlich. Dann komm mal hier lang und hier hoch und hier lang. Und siehe da, das ist der richtige Weg. Watch. Verdammt. So. Haben wir? Ah, ich muss mal die Nase putzen. Die Spinne greift an. Dürfen wir über die Kleine drüber. Oh, direkt hier, go. Stellen sie auf die andere Seite, dass, falls sie weglaufen will, nicht noch mehr Gegner reinrennt. Wir haben hier kurz auf dem Boden liegen, was nicht schlimm ist. Hätten wir, jetzt machen wir kurz unser Leben voll. Und es könnte sogar tatsächlich sein, dass der Weg hier außenrum richtig ist. Es muss nicht so sein, aber es könnte. Die Frage ist, welcher ist einfacher gewesen zum Schluss. Aber wir werden das rauskriegen. So, jetzt stehen wir erstmal hier eine Weile rum und heilen uns hoch wieder. Und genießen ein wenig die Pause. Ja. Ich muss gleich noch Bioshock aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Nehme ich das morgen auf? Ja, wenn ich morgen früh eine halbe Stunde vielleicht. Aber ich krieg's doch nicht hin, eine halbe Stunde vorher aufzustehen. Wenn ich um 7 aufstehe, eine halbe Stunde aufnehme, hätte da die Folge von Bioshock weg. Und dann vielleicht noch eine halbe Stunde nach dem Livestream. Oder ich verkürze den Livestream. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich bin so unentschlossen. Ich glaube, ich werde nach der Folge pennen gehen. Da fehlt mir zwar die Folge für Donnerstag, fehlt mir dann immer noch. Die Folge für Mittwoch auch noch, also für morgen. Morgen ist schon Mittwoch, ne? Ja. Das kriege ich hoffentlich schon geregelt. Vielleicht geht es mir morgen schon besser. Ich schau mal, dass ich um 7 morgen aufstehe und die eine Folge vor der Arbeit aufnehme. Ja, ich heile mich jetzt in der Zeit hier mal hoch. So, jetzt können wir langsam weitergehen. Ich will dich auch nicht zu lange die Ohren voll heulen und mitleidenswert klingen. Es kann übrigens auch sein, dass am Tag, wo die Folge rauskommt, es mir da schon wieder besser geht und schon gar nicht mehr so schlimm ist. Aber wie gesagt, the show must go on. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Da oben hängt eine Leiche. Erstmal muss ich jetzt auch den hier unten besiegen. Die Leiche da oben will ich mir gleich mal noch angucken. Oh mein Gott, haufenweise Haftminen. Und weg. Jetzt muss ich erstmal die Haftminen hier auslösen. Das ist Splitterdinger. Das Ding können wir mitnehmen. Das auch. Von mir aus können wir alles mitnehmen. Passt. Die hier noch. Die ist nicht hochgegangen. Oder? Doch. Okay. So, da oben hängt eine Leiche. Das finde ich ganz interessant.
Die ist auch sogar, glaube ich, der Bauch ist, glaube ich, sogar aufgeschnitten, wenn ich das dort richtig erkenne. Jetzt wollte ich hier mal runter gucken. Hier gab es nämlich so ein Splittergeräusch, als wäre hier was runtergefallen. Aber man sieht nichts. So. Ja, das sind sehr viele Gegner in diesem Portal. Da ich das nicht mal weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin, sind es echt viele Gegner. Und hallo, ich springe über dich drüber und über dich auch. Ich muss mich jetzt wieder so stellen, dass das kleine Vieh mich in Ruhe lässt. Das kleine Vieh ist ausnahmsweise äußerst fix. Das ist ein starker Gegner gewesen. Ist die Axt nochmal besser als das, was ich anhabe? Ich glaube nicht. Aber wir reparieren mal alles und schauen uns das an. Ob die Axt nochmal besser war. Oder ob ich gerade einfach nur schon zu behindert bin. Den Helm ist ja auch schon wieder kaputt. So, Axt. Ebenholz-Axt ist nicht besser. Okay. Ja, müssen wir wieder kurz auf Leben warten. Leid mir das für euch tut. Eine sehr langsame Folge. Und er hat meine Mana-Regeneration runtergenommen. Jetzt habe ich wieder normale Mana-Reg. Wie viel Intelligenz, wie viel Mana habe ich denn mittlerweile? 94 pro Level ab 2 Punkte. Wie soll ich denn da auf 300 Mana kommen? Für die große, für die legendäre epische Heilung. Das weiß wahrscheinlich wieder kein Schwein. Es gibt irgendeine ultra komplizierte Lösung. So, und wie gesagt, das hier ist die Karte. Da, die lokale Karte. Ich laufe hier gerade außen drum rum. Ob es der richtige Weg ist, wird sich noch rausstellen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich vermute eher nein. Also richtig, ein sicheres Nein ist es noch nicht. Weil es geht ja immer langsam nach oben. Und wenn hier unten jetzt irgendwo dann vielleicht doch schon der untere Gang gewesen ist, da habe ich vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Aber es müssten eigentlich nochmal große Türme an mir vorbeikommen. Also mir müsste es eigentlich auffallen. Aber es kann tatsächlich sein, dass ich hier den kompletten Weg im Kreis laufen muss. Und dann ist das einfach so. Boah, ich habe erfolgreich geblockt mit meiner Waffe. Habt ihr das gesehen? Und blocken. Hau mich, los. Und jetzt kontern Angriff. Yay, blocken funktioniert. Oh, da oben gibt's Loot. Ein Loot-Sack. Ich will da hoch. Hüpf. Hüpf. Lass es mich hier hoch. Ich kann hier nicht hüpfen auf der Schräge. Hier kann ich hüpfen. Wieder nicht mehr. So, jetzt bin ich am Loot-Sack. Hoch, für das bisschen bin ich hier hochgekraxelt. Hm. Also ich erkenne keinen Aufgang. Wenn, dann haben sie ihn sehr gut versteckt. Oder er ist tatsächlich nicht hier außen. Das wäre dann jetzt doch sehr bitter. Aber im schlimmsten Fall auch nicht zu ändern. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Ding abbekommen. Was macht das an Schaden? Gar kein? Hm? Warum macht das keinen Schaden? Also hier unten war ich auf jeden Fall noch nicht. Sonst wäre hier unten nicht reinweg nur Lava. Also wir haben noch keine Runde geschafft. So viel steht fest. So 5 Minuten. Dann darf ich in meinem Bett 5 Minuten noch. Die schaffe ich noch.
Overwatch. Funktioniert das bei denen mit den Blocken auch? Dadurch, dass ich mich etwas behindert anstelle beim Blocken, funktioniert das. Quatsch. Ich muss mich ein bisschen gerade beeilen. Komm, einfach, bitte, danke. So, jetzt haben wir noch die Spinne. Die haben nämlich gerade schon genutzt, habe ich im Hintergrund gesehen. Komm, ich hau dir auf deinen Sack hinten drauf, du blöde Spinne. Nee, erstmal noch nicht. Sie hat auch das Bedürfnis, unbedingt hinter mir zu stehen. Und die Kleine habe ich einfach so mit einem Hit weggemoscht. Ja, so, looten. Jetzt haben wir einen Lebensbrunnen. Da ist der Portaleingang. Was genau, was soll das? Also, kannst du hier unten nochmal in die Lava reinschauen? Hier ist nichts. So ein bisschen Angst. Oh, ja, ja, zurück. Okay. Also wir wissen jetzt schon mal, dass hier außen lang falsch ist. Das war auch das Ziel, was wir rauskriegen wollten, unbedingt. Dann nehmen wir hier den Lebensbrunnen mit. Und können wir hier durchhüpfen? Kommen wir hier durch? Nö. Dann laufen wir den Weg zurück zum Portal, den Eingang der Lava. Das schaffen wir in der Folge noch, bis dahin. Dann arbeiten wir uns langsam nach oben in der nächsten Folge, in der ich hoffentlich schon wieder gesünder bin. Also ich plane, die Freitagsfolge vielleicht auch erst am Freitag aufzunehmen. Oder am Donnerstag. Und das ist in 2 Tagen. Demzufolge, es könnte sein, dass mir das schon wesentlich besser geht in 2 Tagen. Ich weiß gar nicht, wo der Eingang ist. Der müsste gleich irgendwo kommen. Irgendwo hier links. Müssen wir noch vorbei. Ja, hat es getroffen. Egal. Okay, ich würde mal sagen, ich bin dran vorbeigelaufen. Ist auch so ein unauffälliger Eingang. Noch mehr aufmerksam hingucken, dass ich ihn dieses Mal sehe. Da ist der Eingang. Den habe ich gesucht. So, hier gehen wir das nächste Mal rein. Tunnel zur Unterwelt. Ich hoffe, dass wir mit diesem Tunnel nach da oben kommen. Ansonsten müssen wir eins von diesen seitlichen Toren nehmen. Ja, wir haben noch 50 Sekunden. Perfekt. Ich werde jetzt in mein Bettchen gehen. Wie ich die Bioshock-Folge für morgen mache, weiß ich noch nicht. Den Livestream morgen mal schauen, wie lange ich den mache. Solange wie ich durchhalte, dann werde ich aufhören müssen. Oh ja. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sag auch wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö.